Und herzlich willkommen wieder einmal zurück hier bei Shadow Flight. Ich habe letztens noch in der Stadt offscreen einige Gegenstände verkauft, die wir so ja nicht brauchen. Hier so im Prinzip das, was die Monster so droppen, die im Prinzip nutzlos sind. Ja, und dafür konnte ich mir dann noch ein paar Tränke kaufen, wie man sieht. Jetzt haben wir 11 Tränke, einen großen Trank, 2 Geisttränke, 6 Antidots, ein Magicum, 2 Heiltränke und 2 Stimulas. Ja, und sonst ein bisschen Fleisch und so. Ja, soll erstmal reichen, denke ich. Gut, und heute nehmen wir uns ein neues Gebiet in Angriff. Wir haben ja quasi letztens schon die Hauptstadt Lyonis im Prinzip erkundet. Ja, hier Gold Rental können wir nicht. Vergessene Grotte war ja der Ort, wo wir ganz am Anfang waren. In Neutrebel, ja gut, da waren wir sowieso schon. So, die Wildjagdsteppe, die haben wir ja auch schon so weit abgeschlossen. Ach genau, hier ist doch das Jäger, genau, da war doch das mit der Quest, genau, dann kommen wir da erstmal hin. So, wer war jetzt von denen unser Questgeber, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, einfach alle ansprechen. Warst du das nicht? Nee. Aber dann warst es ganz sicher du. Ja. Ich habe keine Zeit frei, sondern ich setze 50 Stimulus drauf, dass du, dass sich das gleich ändert. Wieso? Ich habe hier etwas, von dem ich glaube, dass es dir gehört. Mein Bogen, woher? Ich habe es gefunden. Ich glaube, Mirko, ne? War das? Der Jäger da drüben hat mich drum gebeten. Mirko, ich hätte nicht gedacht, dass er sich so um mich sorgt. Danke fürs Bescheid sagen. Und natürlich auch, dass ihr mir den Bogen wiedergebracht habt. Aber ich bin nur eine einfache Jägerin, die in letzter Zeit noch nicht mal Jagderfolg hatte. Ich kann euch nichts dafür geben. Es ist mir unangenehm, aber wenn ihr Bezahlung wollt, müsst ihr mit Mirko reden. Wer ist Mirko? Warst du das? Ja. Ja gut, da steht Miko. Ihr habt den Bogen vermutlich noch nicht auftreiben können. Hey, wenn ein Tarek sagt, der Job wird gemacht, dann wird er auch gemacht. Das heißt, du hast den Bogen bereits geliefert. Das ist großartig. Ich hatte schon befürchtet, dass sie ihr Leben als Jägerin aufgeben würde. Hab vielen Dank, Tarek, richtig? Ganz genau. Empfehle mich weiter. Hier als Belohnung. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es reicht dir. Schnitter erhalten. 2x Leder, 3x Monsterzahn, 5x Monsterfleisch. Du hast recht, das reicht mir nicht. So, aber Ausrüstung. Schnitter. Nö. Ich dachte, Schnitter ist eine Waffe. Da, Schnitter. Ekstase Blutreißer, ja. Anscheinend doch nicht, schade. Sehr, sehr schade. Und, ja gut, er kann da im Prinzip auch nichts mit anfangen, denke ich mal. Oder warte mal. Nee. Nee. Aber, ich meine, der Trank hat noch so eine Zweitwaffe. Vielleicht ist das hier dann damit gemeint. Nö, auch nicht. Schade. Schade, schade. kann ich euch noch ein, um noch eingefallen werden? Oder wollt ihr nur handeln? Erstmal Items. Zeig mal her. Ach so, nee, das braucht doch kein Mensch. Dann, was gibt es? Was ist denn noch? Ihr habt eure Fähigkeit bereits bewiesen und ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. Es geht um ein Geschenk für Gianna. Was brauchst du? Also gut, was zum Zitz brauchst du? Exakt das. Hä? Eine Zitzfeder, die brauche ich. Du bist ein miserabler Jäger, weißt du das? Ich rede doch nicht von einem normalen Zitz. In unserem Jagdgebiet haust ein Königszitz. Sehr selten und sehr scheu. Gianna liebt Federn und ich möchte ihr eine königliche bringen, die eines Zitz, eine der seltensten Federn überhaupt. Wo ist das Problem? Ich will ausnutzen, wie scheu diese Tiere sind. Du sollst ihnen in eine Falle führen, die ich aufstelle. Dort nehmen wir uns eine Feder und lassen das Tier wieder frei. Bist du dabei? Bin dabei. Klingt nach einem Plan. Wo treffen wir uns? Ausgezeichnet. Du hast bestimmt schon den Berg in Jagdgebiet gesehen. Triff mich an dessen Fuß. Habe ich das? Den Berg im Jagdgebiet? Was ist denn das Jagdgebiet? Hallo? Hilfe? Tja, keine Ahnung, ne?
Ist damit die Wildsteppe vielleicht gemeint? Vermutlich, oder? Ja gut, aber das Gebiet wollte ich sowieso als nächstes erkunden, ne? Von daher. Ach ne, Moment, hier waren wir doch schon. Ich Idiot. Aber der Berg. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was er mit Berg meint. Ich vermute mal, hier, das ist die Wildjagdsteppe, wo wir uns treffen sollten. Ja, aber wie gesagt, ich weiß leider nicht, ich kann ja mal gucken im Auftragbuch. Das Dämons Dämon. Ja gut, aber hier ist ja jetzt irgendwie das nicht als Quest markiert, von daher, das ist auch nicht da, was ich da machen könnte. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt muss. Ja gut, dann lassen wir das einfach. Bevor ich hier noch wieder herumirre. Gut. Also Wildjagdschiffe haben wir ja im Prinzip ja auch schon so weit erkundet. Jägerlage. Waren wir da? Waren wir, wie wäre es mit dem großen Oststrom? Achso, da kann man nicht, alles klar. Da gibt es ja noch so einige Gebiete. Puh, schwierig. Ja, gut, da waren wir auf jeden Fall. Dann schlage ich vor, gehen wir erstmal, folgen wir den Weg und gehen zum Stillsee. Ach nee, Mensch, hier waren wir auch schon. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt, alles klar. Dann bleibt hier tatsächlich erstmal nur noch. Achso, was ist das hier? Achso, nur Dekoration, okay. Da auch, alles klar. Ja, dann können wir natürlich in den Dornwald, würde ich sagen. Und den als nächstes erkunden. Ja, ein Wasserelement, okay, von dir will ich nichts. Oh, wen haben wir denn da? Was hast du, Kleiner? Mein Papa ist in den Wald gegangen. Er kommt nicht zurück. Ja, wo ist er denn? Ja, gut, hat er gesagt, im Wald, ne? Ich schau mal nach ihm. Ist ja schon gut, ich halte die Augen nach ihm offen. Danke, vielen Dank. Papa Snuff. Ich nehme an, der ist irgendwo in dem Wald da. Gut, sonst gibt's hier auch. Oh, da ist doch noch was. Aber das sagt ja nichts zu. Oh, da sehe ich gerade so ein kleines Regenwürmchen. Nettes Detail. So, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht, immer noch nicht. Gut. So. Wo geht's denn hier überall lang? Moment mal, da ist so eine Höhle, oder? Sowas. Na gut, da kann man aber nicht rein, weil da ist doch so ein Bäumchen im Weg. Aha! Ein Wildschwein. Okay, dann auf hier mit Gebrüll, würde ich sagen. So, Wildschweine müssen gegrillt werden. Oh Mann, der ist sogar schon zäh. Ja gut, in dem Fall machen wir da einfach die Ekstase, ne, würde ich sagen. Heiß wie die Hölle! So läuft das. Ganz einfach. So. Nein! Ich will nicht. So. Okay, da kann man auf jeden Fall nirgendwo mehr lang. Wie es aussieht. Hä? Oh, ich verstehe. Eine Mimik, also ja. Na gut, die sind jetzt nicht so schlimm. Zwei Erhitzenflamme reduzieren und die Eisresistenz des Ziels. Okay, cool. Gut, ja, die machen auch nicht mehr weiß wie viel Schaden. Mit denen kommen wir gut klar. Aber, ich find's cool. Oh, und schnell macht das auch mehr Schaden. Ich find's echt cool, dass die ganzen Skills und so dann auch nochmal mit dem Level aufsteigen können. Das finde ich echt cool. So.
Also da war nur der Dude. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Gehen wir lang. Und da kamen wir, alles klar. Ja gut, dann können wir ja, glaube ich, eh erstmal nur da lang. Au, aua, das hier mich gestrüppt hat überall. Hier überall piekst, richtig. Da ist wieder so eine lästige Made. Ja, komm, gegen die Mimik können wir ruhig kämpfen. Die sind ja jetzt nicht so schlimm. Und geben mir ja auch immer ein nettes Kräutchen ab. So, so. Ja, wunderbar. Tatsächlich geben die auch gar nicht mal so viel, so wenig Erfahrung, vergleichsweise. Ja gut, kämpfen halt mal gegen das Wasserelement, ist auch nicht schlimm. Stufe 2, genau. Oh Mann. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, der macht hier sowieso nicht so viel Schaden bei dem Ding, aber trotzdem. Ist ja lächerlich. Wow. Stark. Ja, toll. Na gut. Magie, komm, dann machen wir mal die Ekstase mit Plasmablitz. Ja, die sind schon ein bisschen zäh. Genau, machen wir erstmal die fertig. Flammschiff 2, bitte. Ich denke, die eine Matte bekommt sowieso gleich den Dodge-Schaden ab, von daher... kein Problem. Da wunderbar und nochmal so und alles ist gut. So. Ja, aber das ist schon wieder so ein Wildschwein. Die sind ja ziemlich aggro. Und die sind auch nicht gerade schwach. Ja. Jetzt haben wir mal wieder den Salat. Wir können ja versuchen zu fliehen. Eventuell. Hier bei dem. Und siehe da, es hat sogar geklappt. Man wird nicht glauben. So. Okay, da geht es auf jeden Fall nirgendwo lang. Schon wieder so ein Wasserelement. Oh, 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 oh. Oh nein! Mal haben wir Glück gehabt hier. Oh, hä? Wie geht das denn? Wie können wir denn von da aus... Und warum regnet es in der Höhle vor allem? Die Decke ist undicht. Interessant. Aber für eine Höhle finde ich das so ein bisschen zu hell, ehrlich gesagt. Ich habe also wirklich was Interessantes, scheint es ja auch nicht zu geben. Zumindest erstmal. Denn da? Okay, das hat auch nichts zu. Komisch. Oder kann es sein, dass die Höhle vielleicht noch gar nicht eigentlich hätte betreten werden können? Dass es hier alles noch sozusagen erstmal noch sozusagen im Beta-Stadium alles ist. Von wo sind wir nochmal gekommen?
Achso, dann waren wir wahrscheinlich doch da richtig. Okay. Dann wahrscheinlich, ja, mit Enter muss man dann wieder raus. Wie? Nicht? Scheiße, nein, ich komme nicht mehr aus der Höhle raus. Oh nein. Okay, dann sollte man tatsächlich wahrscheinlich erstmal nicht hier rein in die Höhle. Ah, dann bedeutet das ja. Oh nein, dann bedeutet das ja, ich muss wieder neu laden alles. Ah, oh nein. Dann geht's wieder von vorne los, der Spaß. Ja, wunderbar. Oh Mann. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, Hauptmenü. Hauptmenü. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, leider. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Haben wir denn die Quest dann schon gemacht von der Jägergilde? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo ist die Jägergilde? Beziehungsweise das Jägerlager? Ich schau mal. Oh, tatsächlich. Ja gut, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja gut, dann müssen wir leider nochmal durch und dann den Wald nochmal erneut betreten. Beziehungsweise ich glaube, dann mache ich das offscreen und dann, genau, sehen wir uns dann quasi da wieder, wo ich gerade aufgehört habe. Also, dann nochmal bis gleich. Und willkommen zurück wieder einmal. So, ja, ich habe jetzt soweit, denke ich, ja, wieder ein paar Gegner besiegt und so weiter. Ja, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen heilen mit Fleisch und so. Ja gut, hat gewisse Nebeneffekte, aber müssen wir durch. So, ist natürlich die Frage, wo können wir noch hin? Kyurel, nichts weiter als ein alter Wegmarker. Erstmal nur die Brücke, würde ich sagen. Hm. Oh, das ist eine Truhe, aber da kommen wir wohl leider nicht hin. Leider. Ne, da kommen wir nicht hin. Nanu, was ist denn das? Das, da, wenn ich fragen darf. Vorsichtshalber. Ja gut. Können ja hier ruhig nur Fleisch nehmen, uns ist ja nicht mehr zu helfen. So, Antidot kommt zumindest von mir noch in den Heiltrank. Denn ich habe so das Gefühl, da kommt was Böses auf uns zu. Hm. Ein Erdfragment also. Ich habe so das Gefühl, da werden physische Angriffe nicht viel ausrichten. Wasser könnte effektiv sein. Naja, nicht so ganz leider. Wie wäre es dann mit, gut, jetzt mal, na toll, Frostfleisch? Dann nochmal das Schwert hier. Dann. Keine Ahnung, Windstoß. Ah, etwas besser. Na toll, das hatte ja keine MP mehr. Das wird ja immer besser. Aber ich meine, wir hatten noch was genau. Geistestrank. Tja. Natürlich wieder daneben. Magie. Felssog. Oh, ja. Hätte ich mir nicht denken können. Oh,
Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, keine Ahnung, Feuer einfach mal ausprobieren. Nee, das bringt sie nicht so richtig. Wind war, glaube ich, am besten tatsächlich bisher. Einmal noch Donner. Na toll. Lass mich raten, daneben. Ja. Magie, Funkenflug. Null. Ja. Speziell null. Natürlich daneben. Ja, dann Win, ne? War ja am besten. Kann er jetzt bitte mal nicht treffen? Hallo? Ja, keine Ahnung. Ekstase im Prinzip dann. So, mal gucken. Boah, ich weiß nicht wieso, aber hier bei dem Steinelement, dann da ruckelt der Kampf irgendwie manchmal so ziemlich stark. Und der wird kaum getroffen. Mein Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte von ihm abgezogen. So, da er sowieso nie trifft, kann er jetzt ihm ruhig mal einen Trank geben. Sehr gut. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Mein Gott, jetzt ist hier gerade irgendwie alles festgefroren. Jetzt reagiert irgendwie gar nicht mehr. Okay, jetzt wieder. Tja. Ja, den fahre ich am besten, würde ich sagen. Und er hat zumindest ein bisschen, er bekommt ein bisschen Feuerschaden, das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Aber warum der hier jetzt nie trifft, weiß ich auch nicht. Sehr seltsam. Außerdem kann ich immer nur wieder Wind einsetzen und dann quasi auf die Ekstase von dem Magier hoffen. Ist ja schon ein bisschen frustrierend. Ja, zumindest kann der Tarek den anderen dann ja heilen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ja, der kann ja nichts anderes einsetzen. Der trifft ja gar nicht mehr. aber da fällt mir ein, wir haben doch bestimmt noch so ein paar Items, die man einsetzen könnte. Kampf-Items. Was? Moment. Wasserfragment später, genau. Ja, das war doch mal gut. Das war sogar sehr gut. Links auf die Items ist Verlass. Aber wir haben es auch so geschafft. Wie konnte er eigentlich gerade nochmal angreifen, wenn er gerade gestorben ist? Na egal. Hab vielen Dank für der, aber wie komme ich zu der unerwarteten Hilfe? Ich hab deinen Knirps getroffen, der ganz allein in einer Rettestadt. Serie, er muss sich schon Sorgen machen. Mit Monstern komme ich an sich gut klar, aber Erdfragmente sind zäh. Ich habe nicht viel, aber ich gebe es euch als Dank und Belohnung. Ja, wie? Nein, ich will nichts. Nehme ich gerne. Ich will doppelt so viel. Ich habe das Gefühl, es könnte da hinten losgehen. Nehme ich gerne. Da sage ich nicht nein. Ihr habt es euch verdient. Ich wünschte, es gäbe mehr, was ich für euch tun könnte. 70 Silberlinge erhalten. Nochmal vielen Dank, Herr Tarek, Söldnerschatzsucher, Held in der Not. Okay. Bitte entschuldige mich nun. Ich muss nun zu meinem Sohn. Ja, dann sind wir hier auch erstmal durch, würde ich sagen, ne? Mit diesem Gebiet. Ach, da ist die Treppe. So, und gegen dich muss ich nicht unbedingt kämpfen. Gegen dich aber eigentlich auch nicht. Aber die können wir schon gut ausmanövrieren gleich. Sehr gut. Da oben auf jeden Fall weiter. Beziehungsweise zurück. Tja, jetzt müssen wir im Prinzip noch zurück in das Dorf. Zu dem Jungen. Ich denke, gut, der Vater hat uns ja schon die Questbelohnung gegeben, aber vielleicht gibt uns der Junge ja noch ein bisschen was extra drauf. Man weiß es ja nicht.
kann man ja mal ausprobieren, nicht wahr? So, da ist der Kerl auf jeden Fall. Das Leben hier kann hart sein, aber ich bin froh, dass ich mal aufwachsen sehen kann. Warum ist der jetzt verschwunden? Der ist voll gruselig. Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier los? Papa ist wieder da und schon wieder weg. Ich danke dir. Danke, das habe ich zusammengeschweißt. Ah, seht ihr? Na toll. Hat sich ja sehr gelohnt. Nein, tut mir leid, dein Vater ist jetzt leider schon wieder weg. Und zwar für immer diesmal anscheinend. Denn er hat sich einfach spontan dematerialisiert. Ja, auf jeden Fall haben wir den Dornenwald jetzt auch hinter uns gelassen. Und können... Ja, dann im Prinzip wieder speichern und das nächste Mal werden wir uns dann, ja, den nächsten Ort vornehmen. Vermutlich das hier dann, die Reste des Irathwalds, genau. Ja, aber das dann, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Jetzt werde ich erstmal nach Neutrevel gehen, dann nochmal speichern und dann geht es im nächsten Part in alle Frische weiter. Aber bis dann würde ich natürlich, wie immer, sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.